Hi Leute. Heute geht es darum, warum du dich an den richtigen Leuten orientieren solltest. Zwar habe ich mal eine ganz schöne Geschichte gehört und das ist ein echt netter Vergleich. Es geht um einen Tiger und einen Frosch. Und zwar ist man ein Mann in den Dschungel gegangen, in Asien, und hat nach Erleuchtung gesucht. Und dann ist er da so in den Dschungel gegangen und wollte meditieren. Und dann setzte er sich da so hin und dann ist er so ein, zwei Tage am Meditieren und kriegt so langsam Hunger. Und dann irgendwann sagt er innerlich so, hey, Gott, schick mir doch irgendwie ein Zeichen. Und irgendwann sieht er dann plötzlich einen verkrüppelten Frosch auf dem Boden sitzen, der total vollgestopft ist, aber zwei Füße fehlen. Ihm fehlen zwei Beine, sitzt er dick und fett und dann beobachtet er so den Frosch. Und dann kommt ein Tiger, ein kräftiger Tiger mit einem Stück Fleisch im Mund und füttert diesen kleinen verkrüppelten Frosch. Und daraufhin nimmt er das als Zeichen und denkt sich, hey, wenn für jeden ist doch gesorgt. Für jeden ist gesorgt. Und dann muss ich, wenn so ein verkrüppelter Frosch sich nicht mal um irgendwas kümmern muss, muss ich mich doch erst recht nicht um was kümmern. Und dann ist da einfach nichts. Und dann vergehen weiter die Tage. Und irgendwann ist er total energielos am Ende und kurz vorm Sterben, und dann kommt so ein anderer Mönch vorbei, der gerade durch den Dschungel wandert und rennt schnell zu ihm hin und sieht ihn so und sagt so, hey, was ist mit dir los? Er sieht, dass er am Sterben ist und sagt, hey, warum ist denn nichts? Warum sitzt du noch hier? Und dann erzählt er die Geschichte von dem Tiger und dem Frosch, was er da beobachtet hat. Und dann sagt der andere, ja, okay, aber warum imitierst du einen verkrüppelten Frosch anstatt einen kräftigen Löwe, einen Tiger? Und worauf ich damit hinaus will, ist, wo ist die Intelligenz? Wir können uns aussuchen, wen wir als Vorbilder nehmen. Und wenn man sich zum Beispiel auch mal gewisse Leute anschaut, die einfach nicht gesund sind, sich nie irgendwie informiert haben und das gar nicht leben, seien es jetzt zum Beispiel Ärzte, die einfach teilweise sogar eine höhere Sterberate haben als Normalbürger, rauchen, trinken und auch in ihrem Studium ja nichts von Gesundheit, sondern nur von Krankheiten lernen, sei es so eine Gruppe. Orientiert man sich an solchen Leuten oder orientiert man sich an einer breiten Masse, wo halt nun mal, ich habe es neulich schon in einem anderen Video gesagt, wo halt nun mal der Durchschnitt der Masse in Deutschland zum Beispiel an 250 Tagen im Jahr Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen. Und da ist ja diese ganzen, ja, nicht verschreibungspflichtigen, die sind da ja ausgenommen und das ist wahrscheinlich nochmal das Doppelte, Dreifache. Nimmt man sich solche Menschen als Vorbild, nimmt man sich eine breite Masse oder Menschen, die einfach nicht gesund sind oder täglich Alkohol trinken, als Vorbild? Oder ist man intelligent und sucht sich andere Vorbilder oder orientiert sich an anderen Menschen und benutzt seinen Verstand und kümmert sich einfach um Dinge und wartet nicht drauf, dass irgendwas vom Himmel fällt, dass irgendwie, ja, Gott einen da versorgt. Man kümmert sich einfach um die Dinge. Es gibt noch eine andere nette Geschichte. Und zwar ist der Hochwasser und ein Priester, der ist irgendwo auf dem letzten Zipfel vom Haus, hat er sich versteckt und sagt, Gott wird mir helfen und betet. Und dann kommt erst ein Helikopter vorbei und sagt, hey, sollen wir sie mitnehmen? Und er so, nein, nein, ich habe Gott, zu Gott gebeten und er wird mir helfen. Und ich so, okay, fliegen sie wieder weg. Und dann kommt eine Stunde später einer mit dem Boot vorbei. So, soll ich sie mitnehmen? Nein, nein, ich glaube an Gott. Für mich ist gesorgt.
ich bleibe hier. Mein Glaube ist so stark. Ich fährt das Boot wieder weg. Und ja, dann kommt halt das Wasser und er stirbt. Und dann kommt er an die Himmelspforte und dann fragt er nach und sagt, hey, was war denn da los? Warum wurde ich nicht gerettet? Ich habe zu Gott gebeten. Und dann sagen sie halt, dann kommt Gott und dann sagt er, ja, ich habe die ersten Helikopter geschickt. Und dann habe ich dir sogar ein Fischerboot geschickt, wo du nur einsteigen brauchst, direkt. Und dann konnte ich auch nichts mehr machen. Intelligenz ist, wenn man auch Zeichen richtig deutet und richtig handelt. Und nicht einfach denkt, es fällt in die Arme und ohne was zu tun, passiert irgendwas. Das ist Intelligenz. Und das ist intelligentes Handeln. Und dazu möchte ich jeden anregen, selbst intelligente Schlüsse zu ziehen und sich die richtigen Vorbilder oder die richtigen Inspirationen suchen. Ja, ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.